Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns in dem Flashpoint Spirit of Vengeance oder wie auch immer. Und sind jetzt gerade dabei, hier auf die Brücke zu gehen. Wir können die zweite Leinensteuerung entfernen. Bei einem Schiff haben wir das Ganze schon erledigt. Und hier müsste gleich auch die zweite Leine schon sein. So, wenn wir wieder einen Sanitäter um den kümmern wir uns zuerst. Wir haben uns in der letzten Folge auch schon zu Genüge verfolgt. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so viel Gesundheit verlieren gerade. Vielleicht weil die Gegnergruppe einfach ein bisschen zu groß war. Aber wir dezimieren sie auch schon wieder. So, jetzt dürfte eigentlich auch nichts mehr passieren. Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir gleich wieder einen Bosskampf haben. Wahrscheinlich gegen so einen großen Rancor hier. So, das war's erstmal. Gut, treffe die zweite Enteleine. Die Schäden sind erheblich. Die Steuerung ist tot. Und die Energiefluktuationen aktivieren immer wieder die Schilde. Könnt ihr das beheben? Wir müssen die Energie abschalten. Das sollte das Problem mit den Leinenschilden lösen. Kümmert euch darum. Okay. Und auch den Käfig. Ich schreibe die Sicherheitsprotokolle. Zerstört die Konsole? Nee, wir haben Geduld. Res, wie sieht das aus? Ich bin gleich soweit. Eine Sekunde. Res. Fertig. Schild ist unten. Wie durchtrennen wir jetzt die Leine? Shay, wir brauchen hier Hilfe. Einen Moment. Gut gekämpft, ja, sehr gut. Wir haben noch nichts von Jakia gehört. Das Kraftfeld muss die Kommunikation stören. Durchtrennt die letzte Leine. Es gibt nur einen Weg dorthin über. Dieses Schiff. Dann eben Weltraumpiraterie. Zur Brücke. Okay. Ich weiß nicht, wenn wir die Konsole zerstört hätten, wäre der hier vielleicht freigekommen. Dann hätten wir wahrscheinlich noch einen Bossgegner gehabt. So kommen wir aber auch hier einfach davon. Wenn wir fleißig weiterarbeiten, bekommen wir auch einen vergoldeten Transporter. Ach was, 10! Das ist das Kommandodeck, die Brückensteuerung. Die Idee mit der Rettungskapsel hat mir gefallen. Die Leute haben heutzutage einfach keine Kreativität mehr, wisst ihr? Und dann Shays Auftritt? Wow, fast schade, dass der Marschall euch beide tot sehen will. Ich fordere euch heraus. Versucht es ruhig. Das wollte ich hören. Wir wollen uns unser Geld verdienen, statt nur ein paar zarte Pflänzchen zu zertreten. Langweilig. Wir sind da Manda. Mando-Politik interessiert uns nicht. Wir wollen einfach nur bezahlt werden. Apropos, ich werde das hier jetzt beenden.
Das Antriebsleck, das ihr verursacht habt, versaut mir mein Lieblingsschiff. Dann wollen wir mal. Wir können nicht gewinnen. Geht einfach auf. Das hier ist nur peinlich. Also wir halten das auch mit den restlichen Truppen hier aus. Das ist gar kein Thema. Ungeheilt wird das scheinbar auch nicht. Also konzentriert sich unser Schaden weiterhin auf. Ihr könnt nicht gewinnen. Geht einfach auf. Das hier ist nur peinlich. Ah, da haben wir trotzdem Sanitäter. Nehmen wir die mal auseinander. Sehe ich jetzt gerade. Okay. Wahrscheinlich haben die beiden silbernen Gegner hier geheilt. Und nicht unbedingt den Boss-Gegner. Den Bast-Sun. Ihr könnt nicht gewinnen. Geht einfach auf. Das hier ist nur peinlich. So, das war's mit ihm. Kümmern wir uns um die anderen beiden hier noch. So, können wir hier irgendwas plündern? Nö. Doch, da, eine Kiste. Sehr schön. Okay, Moment, wartet. Ihr habt mich erwischt. Aber das muss ja nicht hässlich werden. Oder hässlicher. Es wird langsam schwer, hier drin zu atmen. Aber ihr habt ein größeres Problem. Und ich bin der Einzige, der es lösen kann. Na, das glaube ich kaum. Die Steuerung ist gesperrt. Der Feldmarschall wollte sicher gehen, dass sich niemand aus dem Staub machen kann, wenn es hart auf hart kommt. Ich war dagegen, aber was will man machen? Und ihr könnt das beheben. Ich habe einen Transporter, der uns hier rausbringen kann. Einen schicken Transporter. Werft einen Blick auf die Konsole da drüben. Ich habe einen Teil eines Passiercodes. Lasst mich gehen, dann bekommt ihr den Rest. Verschwindet. Aber wenn ich den Code nicht bekomme, wird euch mein ganzer Clan jagen. Keine Sorge, Kleiner. Abgemacht ist abgemacht. Wer hat hier das Kommando? Der Typ ist für die Mission irrelevant. Die Mission ist, meinen Bruder zu retten. Okay. Gute Neuigkeiten. Ich habe den Rest des Passiercodes. Schlechte Neuigkeiten. Das war kein Scherz. Das Antriebsleck wird die restliche Besatzung töten, wenn wir es nicht versiegeln. Was soll ich tun? Ja, die restliche Besatzung ist uns doch egal. Sie wussten auch, was sie sich einließen. Sie sollen sich schließlich nicht später an uns rächen können. Ignoriert es. Ihr seid der Boss. Bringt uns zum letzten Leinenschiff. Vermutlich aus purem Gold.
Und es geht direkt weiter mit den Kämpfen. Hier die Wissenschaftler sind jetzt hier die Heiler. Ja, die letzte Leinensteuerung, die wir kappen müssen. Der Seeker's Virgil, so heißt das Schiff. Vorbei kämpfen wir. Und es geht munter weiter. Vielleicht sind wir da oben ja schon am Ende. Da passiert auf jeden Fall gleich was. Erledigt. Schöne Statue. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Na, dann müssen wir wohl in die Richtung. Oh. Eine Falle. Ja, die hat geklappt. Da sind wir drauf reingefallen. Gut, dass wir nicht durch den Fallschaden gestorben sind hier. Sind aber weich gelandet in dem Wasser. Okay, auch hier müssen wir uns wieder durchkämpfen. Wieder ein Wissensgüter am Start hier.
Ich glaube nicht, dass sie Varad oder Damanda ist. Nur eine Vermutung. Ich bedauere meine Verbindungen zu diesen Rakulen. Außerordentliche Umstände erfordern außerordentliche Maßnahmen. Feldmarschall Kohl hat den Ashot die Relikte versprochen. Sie gehören denjenigen, die an Ehre glauben. Jay Whistler tut es nicht. Hört auf zu jammern. Mir sind eure Probleme egal. Ich bin hier, um euch aufzuhalten. Wie könnt ihr es wagen? Oh, er wagt es. Ihr habt euch falsch entschieden. Können wir nicht unterbrechen? Den Singvogelhagel. Wir werden euren Verrat nicht vergessen. So, gleich haben wir sie und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen hier im Flashpoint. Oder ob wir dann durch sind, vielleicht müssen wir den Relikten noch folgen. Das ist eine Schande für die Ehre der Mandalorianer. Kann mich jemand hören? Hier spricht Jakia Erdo an Bord des Flaggschiffs Spirit of Vengeance 2. Hört ihr das? Jakia lebt! Lebenserhaltungssysteme versagen. Unter Beschuss. Wenn ihr irgendwas tun wollt, dann tut es jetzt. Gehen wir. Geht das nicht schneller? Ist doch schon schnell. Wisst gar nicht, was er hat. Der Crew soll sich auf der Brücke versammeln. Ich wiederhole, auf der Brücke. Okay, wir müssen weiter kämpfen. Ich glaube, hier sollten wir nicht sein. Okay, komisch. Gucken wir nochmal. Kann mich jemand hören? Hier spricht Jakia. Hört ihr den? Wir verstehen das Ganze mal.
Ah ja, okay, jetzt sind wir da. Ich habe schon ein bisschen Sorge gerade. In die Brücke. Da ist ja unser Unruhestifter. Feldmarschall Kohl. Höchstpersönlich. Ich wollte mich persönlich dafür bedanken, dass ihr die Schwachstellen in meinem Plan gefunden habt. Das wird nicht nochmal passieren. Ein Ratschlag? Ihr seid auf der falschen Seite. Hört auf, meine Zeit zu verschwenden. Mir ist egal, was ihr denkt. Ich bin hier, um das zu beenden. Natürlich seid ihr das. Schade, denn ein Sith sollte verstehen, dass Macht verdient werden muss und nicht an den Meistbietenden geht. Genug. Was wollt ihr, Verräterin? Wenn das nicht Shay höchstpersönlich ist, wer wartet? Beantwortet die Frage. Ihr habt Bedienstete aus den Mandalorianern gemacht. Das darf nicht sein. Aber genug über mich. Eure Freunde sind den ganzen Weg hierher gekommen, um zu sterben. Mandalore hält sie zurück. Und wir haben hier auch einen Kampf vor uns. Gut, dann wollen wir mal hin. Okay, ich weiß nicht, wie man dem ausweichen soll. Haben wir auch nichts zum Unterbrechen? Okay, es wird ein... ja, nicht so schöner Kampf. Aber solange die Gesundheit weiterhin runtergeht, ist ja alles in Ordnung. So, wo ist er? Gibt es ein paar Pilger, die wir wahrscheinlich erstmal ausschalten müssen. Okay, und sie ist wieder geheilt? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Sehr gut. Wäre, unterbrechen wir einfach mal. Für den Fall der Fälle. So, schon weniger als die Hälfte runter. Sollte jetzt kein Problem mehr sein. Oh!
Okay, jetzt geht's wieder los hier. Mit dem Umfallen. Können wir auch nichts gegen machen, glaube ich. Haben so eine Frage von Sekunden gerade und da haben wir sie endlich. Sehr gut. Wir haben das Kadera-Banner. Jetzt schaltet Jakia und diesen verdammten Sith aus. Sie entkommt! Stellt euch mir, Verräterin! Genießt eure letzten Tage, Scheiwissler. Ich werde es gewiss tun. Hm. Obwohl wir sie besiegt haben. Jedes Crewmitglied, das halbwegs gerade stehen kann, arbeitet an Reparaturen, Mandalore. Weiter so. Je eher wir hier rauskommen, desto besser. Res, drehen die Schiffe um? Nein. Abgesehen davon, dass sie die Galaxis nicht von meinem verschrobenen Bruder befreien konnten, haben sie wohl alles, was sie wollten. Das Kadera-Banner. Das verstehe ich nicht. Was will sie damit? Der Kadera-Clan zettelte einen Aufstand gegen Mandalore, den Gerechtfertigten, an. Weigerte sich, die Sith zu unterstützen. Missachtete den Aufruf seines Anführers. Für ihn war es eine Frage der Ehre. Richtig oder falsch, sie wurden ausgelöscht. Das erklärt nicht, wozu sie all diese Mühen auf sich genommen hat. Es ist ein Symbol der Rebellion. Vielleicht etwas, das diese Ausgestoßenen vereinen kann. Vielleicht. Aber es fühlt sich an, als würde noch mehr dahinter stecken. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Diese Gruppen sollten sich eigentlich gegenseitig an die Kehle gehen, statt zusammenzuarbeiten. Irgendetwas sehr Persönliches treibt sie an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns entzweit, Mandalore. Ein weiterer Bürgerkrieg wird uns zerstören. Lasst mich sie finden und es beenden. Dann werdet ihr sterben. Ihr könnt kaum stehen, geschweige denn gegen sie kämpfen. Er hat recht. Ihr seid für so einen Kampf nicht in Form, alter Rancor. Harchak, dann hört auf, Zeit zu verschwenden und sucht diese Verräterin, Mandalore. Ich behalte hier alles im Auge. Meine Jagd endet mit dem Tod. Ihrem oder meinem. Wird es wirklich so einfach sein? Ich wünschte, es wäre so. Aber wahrscheinlich kommen noch mehr Angriffe auf uns zu. Ich ernenne Jakia Ordo zum Gebieter. In allen Angelegenheiten sprecht ihr mit meiner Stimme und meiner Befehlsgewalt. Bereitet die Clans auf den Krieg vor. Okay. Chaotisch, aber erfolgreich. Ihr habt euer Kadera-Banner, Feldmarschall Kohl, zu einem hohen Preis. Sind es die Ashad nicht gewohnt, dass Gegner zurückschießen? Schade, dass Clan Varad die Dinge auf ihrem Schiff nicht in den Griff bekam, nachdem Shays Schergen eintrafen. Eure geschätzten Anhänger haben sich ebenso eine blutige Nase geholt. Der Unterschied ist, dass unser Ruf im Gegensatz zu eurem steigt. Die nächste Phase kann beginnen, Feldmarschall. Die Darmanda haben wohl ihre Credits erhalten. Stopp. Es stimmt, dass Clan Varad die Situation nicht unter Kontrolle bringen konnte. Lasst uns darüber reden. Thermaldetonator. Gute Reflexe, Tyros. Was hier fehlt, ist das Verständnis, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Wenn er das Ding zum Beispiel loslässt, sterben wir. Wir wollen alle etwas so sehr, dass wir dafür bluten. Ruf, Ehre, Credits, was auch immer. Diese Überzeugung verbindet uns, macht uns gleich.
Ich möchte also, dass wir uns alle gegenseitig verpflichtet bleiben. Als ob unser Leben davon abhängt. Die Mandalorianer haben ihren Weg verloren. Sie fühlten sich nicht mehr verpflichtet. Ich werde Ihnen unsere ungebrochene Geschichte der Ehre zeigen. Eine verborgene Kette stolzer Traditionen, die darauf wartet, die Unwürdigen in die Tiefe zu ziehen. Wir haben in diesem Kampf eine Seite gewählt. Und wir kämpfen, um zu gewinnen. Ihr habt eure Aufgaben. Geht! Interessant, ja. Mandua Tradigu. So, wir erhalten noch eine Belohnung und können jetzt auch hier wieder raus. Wir holen noch mal ein paar Saisonpunkte. Können hier noch mal die Stufe 3 beantragen. Sehr schön. Okay, und dann müssen wir hier nur noch wieder raus. Reisen wir mal nach Odessen. Hier wären wir dann soweit fertig. Spannungsfeld können wir dann hier über den Button direkt wieder anfangen. Ich würde aber sagen, das war es erstmal für diese Folge, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ja, schaltet auch gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Und dann werden wir hier mit Spannungsfeld weitermachen. Also, bis dahin.